Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Warlords. Wir machen das hier nochmal so ein bisschen, bis wir es geschafft haben. Und ich habe schon gesehen, es gibt noch mehr Sachen zu tun. Das Spiel wird langsam, aber sicher immer größer. Aber jetzt müssen wir erstmal diese Horrormission irgendwie umkriegen. Und das ist auch nicht so schön. Es sieht halt anfangs sehr, sehr einfach aus, wird dann aber später einfach nur super schlimm, finde ich. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir draufgehen. Er braucht schon Gemüse. Nicht genügend Gold. Eine Nachricht von Sun Tzu. Errichtet Befestigungen und verstärkt sie. Wir mögen zwar umzingelt sein, doch unser Feind ist von übermäßigem Selbstvertrauen ob seines Heimvorteils gezeichnet. Oh ja, der Arme. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Okay, wie viel haben wir noch? Einmal geht noch. Jetzt wollen wir dahin. Da können wir jetzt eigentlich schon ein bisschen weitermachen. Beziehungsweise. Anfangen hier dicht zu machen. Und hier habe ich mir überlegt, wäre eigentlich ein Tor nicht schlecht, um Ausfälle zu machen. Das war so ein Einfall, Ausfälle zu machen irgendwie. Ja, und hier kann ich gerade nicht zumachen, weil kein Stein. Okay, normale Geschwindigkeit wieder. Jojo. Hoheit, die Türme der Burg geben unseren Bogenschützen genau den richtigen Standpunkt. Hier kann man auch noch mal um richtig auf was draufbauen. Dinge zu schießen. Hier drauf wäre vielleicht tatsächlich die Feuerfall, das Feuerfallding nicht schlecht. Hier fühle ich mich wie ein König, Exzellenz. Das ist schön. Das ist wunderschön. Die muss ich eigentlich extrem viel davor bauen, einfach nur, dass sie keine Chance haben auf lange Sicht. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Schon okay. Kriegen das hin. Ich baue hier einfach mal ein normales Hütchen, da hier ein Haus. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Ja, ja, ist okay. Bin ja dran. Dauert halt noch ein bisschen, bis es losgeht. Wie viel Zeit habe ich noch? Ah, die ist relativ knapp, wie immer. Wie ich es liebe, wenn man einfach keine Zeit hat. Ich habe aber leider auch nicht unbedingt die Möglichkeit, hier richtig zuzumachen überall. Ah, da kommt Reis. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. So, kann ich. Klappt. So, hier kannst du auch noch mal ein bisschen was machen. Klappt doch. Oh ja. Wird schon stimmen, wenn du sagst, mir geht gleich der Stein aus. Hier wäre es schon gut, wenn ich zumachen könnte noch.
Vielleicht probiere ich es diesmal auch mit Waffenproduktion. Die könnten helfen. Und die... Davon brauche ich tatsächlich auch mehr. Solch nette Kleidung ist fast zu viel für jemanden wie mich, eure Hoheit. Dann gib sie wieder her, dann gebe ich sie jemand, der sie weniger zu schätzen weiß. Es fällt dir ein. Die Schuharmee ist fast da. Oh nein. Wow. Die Kleidung brauchen wir ja eh nicht lange, aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich... so ein paar Sachen auf die Reihe krieg. Ich kaufe noch einmal Bögen. Und vielleicht... Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Und die können ja in beide Richtungen schießen, von daher. Hier fühle ich mich wie ein König, Exzellenz. Schön. Die Schuharmee ist angekommen. Sie fangen mit ihrem ersten Angriff an. Sie sehen sehr entschlossen aus, Hoheit. Eine Nachricht von Sun Tzu. Aber vielleicht sehen sie sehr erschossen aus. Seine Ungeduld, da er eilig versucht, uns zu belagern. Doch so riskiert er einen für ihn nachteiligen Angriff. Nee. Wir werden angegriffen. Was soll das denn schon wieder? Oh ja, so ein nachteiliger Angriff. Er ist genau in unsere Falle getappt. Ach du Scheiße. Ich unterstehe eurem Befehl. Ach, weil die alle in dieselbe Richtung schießen jetzt. Macht er die Belagerungsdinger? Jawohl, die Belagerungsdinger sind eigentlich vollkommen egal. Euer getreuer General. Kann ich hier rein theoretisch... Eine Nachricht von Sun Tzu. Der erste Angriff ist vereitelt. Doch wir dürfen uns nicht ausruhen. Mehr werden folgen. Ja, das fürchte ich auch. Ich scheiße einfach mal auf das da. Ich will mal gucken, geht das? Ach so, viel Geld, klar. Ihr habt nicht genügend Gold, um dieses Gebäude zu platzieren. Dann gucken wir mal, dass wir noch das Teehaus bauen gleich. Noch eine Schuharmee ist auf dem Weg. Ihr benötigt ein Wasserbüffeljoch, um euer Eisen ins Vorratslager zu bringen. Oh, ja, gerne. Die kosten ja nichts weiter. Und mehr Ressourcen sind einfach mehr Ressourcen, finde ich gut. Ah, da ist die Schwertkämpfer dabei. Gut. Ey, der hat zurückgeschossen. Ja, hilf mal. Ja, ist okay. Greif mal an. Ich unterstehe eurem Befehl. Kommt, Pläne. Ah, nee, da ist okay.
Kleidung habe ich noch ein bisschen. So. Ganz gut da. Okay, was brauchen wir noch? Das Volk hat ein Zeichen eurer Heiligkeit gesehen. Ihr Vertrauen in eure Herrschaft ist neu gefestigt. Wird auch endlich mal Zeit. Okay, mehr Rüstungen. Ich hätte gern Pferde. Und ehrlich gesagt auch Schwerter. Nicht genügend Waren. Und auch noch läuft. Ich habe auch noch keinen Tee, leider. Hätte ich auch gerne schon gehabt. Nicht genügend Gold. So, Tee. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Der Feind greift an! Wie viele Leute haben wir noch? Nicht die Welt. Das ist alles gar kein Problem. Alles schwache Truppen. Ich unterstehe eurem Befehl. Könnt ihr eigentlich nochmal einen Turm aufbauen? So als Bonus. Was soll ich tun? Wir werden angegriffen. Ja, das tut weh. Wollt ihr nicht mal zerstören? Fürchtet euch nicht, denn wir müssen einfach schwach erscheinen, obwohl wir stark sind. Klingt logisch, funktioniert bestimmt. Okay, jetzt brauche ich bessere Häuser. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Es kommt erst der Tribok. Habe ich noch eine Kavallerie noch? Geht nach links. Los, Attacke! Mach das weg! Okay, das speichern wir mal zwischen. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ich hätte auch gern weiteren General, wenn ich ganz ehrlich bin. Der wird, glaube ich, nicht mehr lange halten. Euer getreuer Diener. Euer getreuer Diener kriegt auf die Fresse. Hoheit, die Armee wird vorrücken.
Oh, interessant, man kann die hochbauen direkt. Das passt, das passt auch. Ich muss trotzdem gucken, dass ich hier noch irgendwo ein bisschen was extra drauf baue. Rüstung, okay. Hier wird es vielleicht auch nicht schaden. Nicht der Schwarzpulver. Tee reicht anscheinend nicht. Oh, kommen jetzt schon wieder die nächsten Karte. Noch nicht. Okay, unser General ist tot. Macht ein Feuerwerksdinger kaputt auf jeden Fall. Nee, nicht ihr. Der da. Genau. Die benötigt Waffen, Hoheit. Warum? Hier läuft's noch gar nicht schlecht. Oh, nur eine Frage der Zeit, bis sie mich überwältigen. Wenn es so weitergeht. Das wird nicht direkt angegriffen. So, jetzt würde ich gerne noch einen General sparen nach Möglichkeit. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen mehr. Aktuell geht's noch. Tag 10 kam eine richtig üble Welle. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ich hätte gerne noch einen General. Was machst denn du hier? Das Ding macht sich ganz gut bezahlt, glaube ich. Rein theoretisch könnte ich da auch noch eins hinbauen. Kommen Sie wieder. Könnt ihr noch ganz kurz, oh, das sind bloß Bogenschützen, Belagerungsturm, keine Tribocke. Das wird wehtun. Das tut schon weh gegen Ungepanzerte. Gepanzerte stört das jetzt nicht so, aber... weggeballert. Kann nicht mehr lange machen, muss gleich aufhören. Die Gepanzerten kriegen aber auch richtig Schaden.
Es ist nicht weiter wild. Das kriegen wir auch weg. Aber wir haben genug hier. Das jetzt könnte problematisch werden. Das war die, die mich das letzte Mal weggefegt hat. Die Fliege vom Rot. Geht woanders lang, bitte. Gut. Attacke. So haben wir von hinten auf. Oder auch nicht. Attacke. Die da. Mach die mal weg. Welche Burgwelle? Wir haben gar keine. Ach, dieser. Okay. Moment. Was brauche ich? Rüstung habe ich. Das hält hier hinten. Aber... macht bloß nicht die Dinger kaputt oder so. Oh, haben wir Wanderträger gemacht? Komm mal zu denen. Okay, wir sind schon mal weiter als letztes Mal. Passt nicht so ganz hier hinten. Auch noch ein paar mehr. Okay, speichern wir nochmal separat. Gespeichertes Spiel überschreiben. Muss auch gleich schon ausmachen, leider. Auch davon mehr. Die sind auch so blöd und gehen weg. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Der Scheiß. Das ist eine Mauer, das geht nicht. Das. Ey, das kotzt mich an mit. Also, das kotzt mich wirklich an hier mit den. Das ist eine Leiter. Da kommen sie schon wieder. Die werden durchbrechen. Das ist kein Problem. Kein Problem. Oh, das könnte ein Problem werden. Wohl. Cool.
Wenn du dich beeilst, kann ich es schließen. Aber das ist ein scheiß System mit dem... Das macht überhaupt gar keinen Sinn! Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Wir brauchen mehr Steinhoheit. Okay, die ist sehr effizient. Ich hätte gerne noch ein Schwert. Rein da! Wir verbrennen jeden, der sich nähert! Gebt uns ein Ziel vor! Hol sie! Okay, das war nicht effizient. Also lange sind nicht auf, haben sie nicht auf Anzug geschossen, da kommt schon wieder das nächste. Feuerkeile, ja. Das ist auch scheiße, ey. Dieses blöde Verfehlen ist echt nervig. Wir könnten noch etwas tun. Ich würde es auf jeden Fall kurzzeitig ablenken. In Kombination wieder... Okay, das Ding ist geräumt. Tut schon weh, wenn man sich das anschaut. Ey, was die an Truppen wegschmeißen. Ich frage mich echt, wie viele das zum Schluss sind. Warum wird immer auf die... Auf meine... Das sind meine im Grunde. Okay, dann lassen wir es jetzt nochmal... Versauen. Ich könnte hier problemlos Schwarzpulver dann später hinpacken. Beim nächsten Mal. Das werde ich auch tun. In Kombination mit sowas hier. So als quasi holt's euch. Und das war jetzt eine ganz kurze Aufnahme. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie lange haben wir schon? Wir haben schon über 1200 getötet. Das ist wirklich ein Schlachtfest. Das werden wahrscheinlich fast 2000 werden bis zum Ende. Also bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.